Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Perfect Tower 2. Wir waren für 46 Minuten offline. Hat aber sonst nichts großartig ausgesagt. Gut, wir müssen ein bisschen spielen, denn wir brauchen ein paar mehr von diesen Dingern. Wo sehe ich die eigentlich? Ich sehe die nur hier, ne? Zwei. Wäre ganz cool, wenn man das draußen irgendwo sehen könnte. Tower Customization. Dann könnte man selber nochmal customizen, wie man es haben möchte. Missile Spawn. Ne, lass mal. Was ist Nexus? Inventory? Shop? Also Echtgeldkrams, okay. Global Boost Resource Drops Enemy Damage Factor Tower, okay. Your Contribution. Current Boost, okay, ich habe noch nichts dazu beigetragen. Stats. Wir sehen aber unsere Werte nicht, ne? Die sehen wir tatsächlich immer nur hier. Das ist ein bisschen umständlich, tatsächlich. Gut, wir müssen einmal kämpfen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Denn wir wollen schließlich die Mine und die Factory mal nutzen. So. Zack, 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 zack. Alle ein bisschen aufstufen hier. Ein bisschen pushen. Zack, 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 zack. Ah, hier kann man auch noch ein bisschen Feuer. Feuer, let's go machen hier. Wille 10 haben wir gleich. Hast du den Multishot verbessern? Na, easy. Okay, ich glaube, bis Level 20 können wir einfach durchpushen. Ich glaube, da passiert sonst nicht viel. Das bisschen Schaden, was sie mir machen. Das, denke ich, wird nicht viel ausmachen. Gut, pushen wir die Hitpoints. 6300 haben wir schon wieder, 6500, weil wir natürlich jede Wave immer pushen, dann kriegen wir immer wieder, wie kriegen wir jetzt? 220 kriegen wir dazu. Wahnsinn. Wir müssen unseren Charme wieder ein bisschen erhöhen, damit wir da nicht zurückstecken müssen. 8000 haben wir einfach mal in einer Minute 20 gefarmt. Easy peasy. Ja, ein bisschen meine Hitpoints verbessern. Ah, da war ich wieder zu übermütig. Ich glaube, wir hätten unsere Hitpoints verbessern müssen, ne? Vorher schon. Auch ein bisschen Nature's Touch und so weiter verbessern. Egal, egal, egal. Okay. Hat der keinen Bock anzugreifen, oder wie? Oh, Multishot war zu wenig. So. Ach, der Große kann auch nicht viel machen. Zack, 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 zack. 200 pro Welle. Das ist schon heftig, ne? 250 pro Welle. Zack, 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 zack. Gut, unseren Schaden müssen wir noch ein bisschen pushen. Und ein bisschen Multishot auf 20%. Attack Speed auf 20, auf 2 Attacks pro Sekunde. 8 Stufen kann ich nur noch machen. Bei Attack Speed. Was kann ich auch nämlich gekillt haben, weil ich einfach zu wenig Leben hatte, ne? Aber wir müssen jetzt mal rein Leben pushen. Let's go. Na, damit wir einfach durch Nature's Touch genügend Leben auch wieder kriegen. So, die 30 warten wir noch. Die hat irgendwann auf. Warum hat er irgendwann auf? Der hat nicht mehr angegriffen. Gut, egal. Wir haben ein bisschen was bekommen. Das ist ja erstmal unser Ziel gewesen, dass wir ein bisschen was machen. Lass uns erst in die Mine gehen. Und zwar 10. Wir können die Drill Power erhöhen. Full Usage. Wir brauchen weniger entsprechend, ne? 9 Liter pro was? Pro S? Was ist pro S? Pro Sekunde, pro Stunde. Drill. Ach du Gott. Ach du grüne Neune.
New Layer. Chance to find town resources, chance to find gems. Ach Gottchen. Ding Price Teil, was? Nochmal 10. Was ist das? Dig here. Ah, wir können hier diggen, ja, cool. Was gibt's denn hier raus zu? Ah, okay, 27, das ist ja richtig viel. Ich weiß nicht genau, was man das sagen soll. Machen wir hier ganz voll. Plus 0,002 pro Passive Shard Production. Was sind Passive Shards? Tank Volume. Okay, wir brauchen echt viel davon. Fuel Usage, ne? Dass wir einfach weniger brauchen dafür. Eine Drill Power können wir mal erhöhen. Tank Volume. Mhm. Resource Shards können wir dann nutzen, um so ein Ding zu kriegen dafür. Interessant. Lass uns den Rest auch noch converten. Drill. Aber ich krieg nicht mehr davon, ne? Conversion Rate. 2000. Was bringt mir das? Die wird immer geringer und die Chancen hier oben steigen. Dass wir hier was finden, ja? Ah, okay, wir können die wieder löschen. Oder? Können wir die wieder löschen? Nee. Nee, brauchen wir was brauchen wir hierfür? Reach a Depth, 100, okay. Achso, neues Layer kriegen wir erst in einer Minute. Verstehe. Und wir haben noch 84% Chance, dass es halt ein leeres Teil ist. Und je mehr wir halt machen, desto geringer ist halt die Chance. Mhm. Und desto höher ist die Chance, sowas zu finden. Chance to reduce the digging price. Chance to reduce the chart resource conversion rate. Chance to find resource charts. Mhm, okay. In 5 Sekunden haben wir einen neuen Layer. Oh, und echt viel davon. Das kann ich jetzt einfach so machen, ja. Ich habe das trotzdem behalten, perfekt. Ja, dann ist es sinnvoller, erstmal die Dinger hier zu nutzen. Da wir bei 3 Metern schaffen, war das schon, okay. Interessant. Coole Sache auf jeden Fall. Kostet natürlich wahnsinnig viel davon. Gehen wir erstmal weiter. Ja, weil wir haben tatsächlich nichts bekommen. Also, wir haben sonst keinen Vorteil gehabt. Wir haben alles nur mal in die Mine reingepackt. Das nächste werden wir einfach in die Factory reinpacken. Ich war hier leider gerade etwas zu schnell, würde ich mal sagen. 2 Attacks pro Sekunde, perfekt. 20% Chance, perfekt. Auch hier Basic Bouncing machen wir auf 20%. Natürlich Damage werden wir ein bisschen erhöhen. Ah ja, Wave Resource auch ganz wichtig. Damit wir hier je Wave immer wieder mehr kriegen. Wenn ich jetzt noch 30 Waves habe, kriegen wir 6000 Resources dazu. Das ist schon geil. Wenn wir 40 Waves haben, haben wir fast 10.000. Deswegen ist schon ganz gut. Das ein bisschen verbessern. So. Gut. Nature's Touch. Bouncing ist wichtig. Die Hitpoints an sich verbessern. Damit wir einfach nicht so viel Schaden abkriegen. Beziehungsweise uns wieder hochheilen können. Pushen wir einfach ein bisschen die Wellen. 522 Leben. Sieht ja schon mal ganz gut aus. 628, ein bisschen wieder die Wave Resources. Vielleicht mal auf 300, wa? Ja. 300 pro Wave. Let's go. Elemental Resist machen ein bisschen, Earth Resist. Basic Bounce. Mhm.
bisschen Schaden pushen, denn wir hängen wieder ein bisschen hinterher jetzt. Aber das kriegen wir hin. 300 Schaden haben wir, 220 Leben. 127 Damage. Bisschen mal wieder ein bisschen Nature's Touch. Bisschen Attack Speed dazu vielleicht. Ein bisschen mehr, schneller. Das haben wir ja gleich gemaxt. Vielleicht maxen wir das einfach mal. Bing, 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 bing. Ah, verdammt, 40. Ja, kriegen wir das down, ja, ne? Locker. Zack. Gemaxt. 2,5 Attacks pro Sekunde. Das ist schon echt viel, ne? Ist der Nature's Touch auf jeden Fall jetzt die Hitpoints höher. Wir haben schon 22.000 von den Cubes. 23.000. Aber es ist ärgerlich, dass wir da jedes Mal tatsächlich auch Dings reinballern müssen. Cubes reinballern müssen. In die Mine. Ich hätte es schöner gefunden, wenn wir das nicht tun müssten. Wenn es wirklich tatsächlich passiv immer wieder ein kleines bisschen runtergeht. Aber gut, wir werden es hinkriegen. Vielleicht gibt es ja doch irgendwo eine passive Sache. Dass er passiv regelmäßig ein bisschen runtergeht. Das werden wir rausfinden. Wir sind schon bei 28.000 Cubes, damit können wir ja so viel verbessern. Ah, das ist so cool. Sehr, sehr schön. 45, so, ein bisschen Basic Damage dazu. Schöner Text wird auf jeden Fall. So, gibt es hier sonst noch was? Nö, das können wir. Alles andere ist bei Level 100 einfach mal. Nature's Touch noch ein bisschen dazu. Mhm. Wir haben jetzt gerade Elemental Resistance. Vermutlich werden wir aber gleich gegen die Weißen wieder spielen ab 60, oder? Oder wir sind, dann kommen wieder die Roten. Ich glaube, dann kommen wieder die Roten, ne? Perfekt. 35.000 haben wir schon. Ja, die Roten kommen wieder, alles klar. Dann werden wir unsere HP ein bisschen aufpushen. Vielleicht ein bisschen die HP pro Sekunde. Wenn Nature's Touch wahrscheinlich deutlich besser ist. So, ein bisschen pushen hier. Kommen wir sehr, sehr schnell voran. 750 Leben. Wir brauchen mehr Schaden wieder. So, 764, 772. Let's go. Auf die 830. Ja, zumindest sind über dem Gegner drüber. Über den Harpin vom Gegner. 40.950 Cubes hatten wir gerade. So, hammergeil. Also jetzt haben wir einen großen roten Boss. Mit 8.600 Leben. Okay. Einfach gekillt. Pushen wir eine Wave weiter. 1.100 Schaden. Klar, wir machen Nature's Touch natürlich auch noch mit dazu. 1.100 Schaden machen wir. Das ist schon heftig, ne? Wie können wir das Bouncen noch ein bisschen erhöhen? Auf jeden Fall noch die Stone Foundation. 75. Wave. Vielleicht kommen wir durch. Weiß nicht. Mal gucken. 76, 77. Earth Resistance brauchen wir nicht. Utility sind wir genug. Ich denke, wir können mehr auf den Damage müssen wir gehen. So, die 80 lassen wir dann alleine laufen, damit wir hier nicht wieder zu schnell den Boss-Gegner heraufbeschwören. 1065. Ja, wir sind kurz vorm 1100 Schaden. Heftig. Aua. Schön Schaden machen, ne? Wie krass, wie wir uns einfach hochstealen, hochleechen. Ja, Multishot muss höher. 20% Chance. Noch zu wenig. Aber wir müssen jetzt erstmal den Damage höher pushen. 56.000 Cubes haben wir. Das ist wahnsinnig viel. Das ist wirklich wahnsinnig viel. Kriegen wir es vielleicht doch hin auf easy, das durchzuspielen. Ja, wir haben, jetzt kriegen wir 120 Schaden dazu. Geil. So. Können den Multishot noch ein bisschen verbessern. Auf 0,4% dazu. Ist jetzt nicht wirklich viel, ne? Aber Nature's Touch ist auch wichtig. 14.000 Leben. Ja, 62.000 Cubes. Ah, dieses Bouncen in Verbindung mit Multishot ist hammergeil. Ist ja auch wie bei Archer so gewesen, ne? Ich habe ja auch mal gerne einen Double Shot genommen. Und dann dieses Bouncen. Weil es einfach cool ist, dass einfach ein Attack die anderen Gegner halt auch noch trifft. 2.000 Schaden machen wir. Okay. Ich glaube, die Gegner haben gar nicht so viel Leben, ne? 1.604. Wir können uns jetzt ein bisschen auf, vielleicht ein bisschen Nature's Touch
oder Basic Bounce, ein bisschen die Hitpoints verbessern. 69.000 Cubes. 70.000 in einem Run. Ja, in einem einzigen Run. Schaffen wir es tatsächlich, oder? Ein bisschen mehr Hitpoints, 1250. Und die letzte Wave ist ein Grüner mit 17.000 Leben. Auch den haben wir gekillt. Perfekt. 72.000 Cubes, 3.100 Erfahrung. Wir haben freigeschaltet Endless Easy, Challenge Easy und Idle Easy. Desert Region haben wir freigeschaltet. Cool. Nature Attack haben wir freigeschaltet. Nature Resistance. Und natürlich etwas Neues hier. So, was haben wir hier? Offline Mining. Mhm, 50%. Automatically reveals the content of one covered tile without digging it up every time a new layer is being generated. Auch cool, macht's automatisch. Increase. Ich finde das ganz cool. Nehmen wir das mit Offline Mining. Ah, verdammt, hätte ich das mal machen sollen. 1 Meter pro Stunde. Brauchen wir das Level noch. Gut, lass uns die Mine. Guck mal, wir haben 2 neue Layer. Wir können schon ziemlich viel neu machen. Ne, lass uns mal in die Factory gehen. Und dort ein bisschen was machen. Konvertieren wir 100 Stück davon. Was kann ich damit jetzt machen? Receives Parts T2 Plate T2 Producers Shop. Hier haben wir einen Shop. Refining. Ja. Ingot. Wir brauchen Rezepte, oder? Receives Producers T1, Producers White. Ich erkenne das Rezept dafür. Wir brauchen, haben einen Hammer. Screw oder irgendwo, 5. Aber ich kann hier nicht craften, ne? Ich habe nur 2 Rezepte. Einmal T2 Plate, die bringen mir jetzt nicht viel. Und Producers. Die kann ich aber auch nicht machen, ne? Ja, mal eine Plate. Weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da machen kann. Hm. Factory. Producers. Ja, das Symbol habe ich halt. Also ich habe noch keine Rezepte, ne? Nicht wirklich. Muss ich die vielleicht noch finden? So, lass uns das Nature Attack. Provides the tower some basic nature damage on every attack. Nature Resistance. Lass uns Nature's Attack nehmen. Und dann werden wir den Rest alles umwandeln. 100%. 1207. Dann kommt der Attack Speed ein bisschen höher. Rave Resources. Finde ich schon sehr wichtig. Stone Foundation. Basic Bouncing. Nature's Touch finde ich ganz gut. Nature's Attack können wir jetzt mal ein bisschen pushen. Einfach nochmal 40 Damage dazu. Weiß gar nicht, haben wir dann auf diesem, ihr seht hier Level 20 zum Beispiel, haben wir da einen dicken Push oder was ist das? Da steht Level 20. Level 0? 100 Damage. Achso, wenn ich das jetzt in-game noch verbessere, verstehe. Aber Level 75, dann sind wir Level 100, das ist Maximum. Dann haben wir halt 80.000 Schaden. Ups.
Multishot ist wichtig, verbessern wir noch ein bisschen. Basic Regeneration, Stone Foundation finde ich ganz wichtig. Da ein bisschen Wave Resources. Je eher wir das halt höher machen, desto mehr profitieren wir halt davon. Machen wir noch ein bisschen höher. Let's go. So, wir haben Medium geschafft. Dings geschafft. Was ist das? Difficulty. 6377%. Wir haben das geschafft. Jetzt haben wir theoretisch hier. Try to get as far as possible. Level 1. A Symphony of Water and Fire. Goals reach Wave 110. Max Roots max 7 modules in total. Modules have to be max T1 or above. Medals will be set to max T1. Rewards a new module. Okay. Was ist hier das Reward? 5% Resource Drops per completed Challenge. Wow. A new module. New module. Holy shit, sind das krasse Dinger. Measure your tower against 100 waves of enemies in normal mode of 60 seconds in endless mode to calculate your idle factor. The in-game statistics. Und wir können jetzt quasi. Genau. Es produziert jetzt die ganze Zeit das hier, ohne dass ich halt kämpfen muss. Ja. Jetzt habe ich halt so viel, das hat er jetzt wieder dazu gepackt, 500 Stück. Jetzt packt er wieder was dazu. Das heißt, ich könnte so kurz, Entschuldigung, die ganze Zeit laufen lassen. Wollen wir natürlich, wir wollen mal Medium machen, let's go. Was haben wir hier? Wir können natürlich auch hier hingehen, hier haben wir halt 17 neue Module, die wir halt freischalten können, in der Desert. Hier sind es halt nur noch 7 und zwar die meisten halt über die Challenges, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Und irgendwo muss es noch die Möglichkeit geben. Achso, wahrscheinlich, wenn ich hier weitermache, wa? Lass uns mal in das Medium reingucken. Wie stark sind denn die? Wenig stark. okay, ich denke, wir werden jetzt die Desert auf easy machen. 781% von 100. Okay, das siebenfache an Schaden. Oder siebenfache an Schwierigkeit. Oh, okay. Wow, was ist das denn? Okay, sie killen mich einfach. Aber ich habe drei neue Module freigeschaltet. Einfach so. Energy Regeneration und Simple Heal. Wir können jetzt also auch Magie benutzen, ja? Sehe ich das richtig? Heals 5 Hitpoints. Ist das stupid. Ah, wie cool ist das denn? Das gefällt mir richtig. Ja, ich glaube, Idle ist ganz cool. Ich glaube, Idle brauchen wir tatsächlich auch gerade. Oder wir können auch normal. Wie gesagt, das schaffen wir nicht. Endless. Lass uns in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen Endless und Challenge probieren. Um da mal ein bisschen durchzukommen. Was ist Quick Convert? Oha, okay, cool. Wir können 100 Dinger einfach so. Das ist natürlich sehr praktisch. Sehr, sehr cool. Click Convert. Perfekt. Aha, mit rechter Maustaste, perfekt. Wir brauchen mehr Levels, ne? Die Mine hätte man natürlich auch nutzen können. Gut, dann lasse ich mich mal kurz eilen, bis wir gleich zur nächsten Folge kommen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal, liebe Freunde. Bis zur nächsten Folge von The Perfect Tower 2. Ciao, ciao.